Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft und der geheime Raum des Nethers. Ja, ist ja so. Ist ja ein Netherraum, der da versteckt ist. Ich finde es nach wie vor richtig cool, vor allem, dass er auf der gleichen Höhe ist. Das war spontan, Leute. Ich wusste gar nicht, dass sowas bauen kann, ne? Also, hatte keine Ahnung davon. Und du? Wer bist du? Bist du ein Gerber? Ja, du ein Maurer? Ja, Lauwand, warum? Mir ist das egal. Also, diese Baustelle hätten wir dann auch schon mal gemacht. Ich ernte trotzdem hier einmal kurz ab, damit ich das schon mal abgeerntet wieder habe. Weil wir brauchen ja Zuckerrohr ja, natürlich sehr, 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 sehr viel. Und das machen wir heute mal mit der Faust. Einfach mal schön mit der Faust, ne? Dass er wieder ein bisschen geübter wird, den Kollege. Ich nehme auf, das ist gut. Sollte man ja mal prüfen, dass man das macht, weil, ne, ihr kennt es ja. So zwischendurch passieren mal Sachen, die halt nicht so gut sind. Naja, egal. Da wieder ein Delfin drin. Hallöchen, Delfin. Da hast du sogar zwei drin. Oh ja, spiel du ein bisschen damit. Hallo, Dude, weg. Dude, weg. Super, boy. Die machen wieder richtig Party hier, ne? Also, naja, gucken wir mal. Ich will am überlegen, ob ich mich heute tatsächlich der Farm widmen soll, also unserer Plantage. Aber ich weiß es noch nicht hundertprozentig, Leute. Ne? Ich bin so ein bisschen, ja und trotzdem nein, weil das Projekt schon sehr groß ist, muss ich sagen. Aber auf der anderen Seite haben wir bis jetzt noch nicht gefarmt diese Woche. Und das sollten wir ja auch mal machen, ne? Habt ihr ja gesagt, soll ich schon mal drin lassen, wäre ja auch schön, gehört ja vollkommen dazu. Und da habt ihr ja auch recht, das gehört ja dazu. Aber was farmen wir? Das ist die Frage. Guck mal, hier können wir das Loch jetzt mal zumachen. Weil das brauchen wir jetzt so mal nicht mehr. Dafür müssen wir aber dann in die Höhle. Und ihr habt ja auch mal geschrieben, ich soll wieder anfangen, ein paar Dias zu sammeln. Und da könnten wir halt so zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen, ne? Indem, dass wir dann einfach anfangen gehen zu farmen. Ich würde das schön finden, weil dann können wir vielleicht ein paar Dias finden. Wir haben ja unsere Strip Mining da unten und wir bräuchten... Was bräuchten wir dann überhaupt? Also das ist zu quadratisch, ne? Aber gut, wir müssen ja eh hier ein bisschen... anpassen alles, ne? Also vor allem die Schaufel gehört dorthin und... Ne, die Axt gehört dahin. Oh, das triggert mich. Das triggert mich. Ist aber nicht so schlimm. Komm, hier ziehen wir schon mal ein bisschen seitlich rüber. Damit wir hier nicht zu quadratisch sind. Und dann kommen wir da super auf die Kante raus. Und das hier muss auch noch ein bisschen abgeflacht werden, ne? Ja, das geht so nicht. Das geht definitiv nicht. Aber das müssen wir alles schön machen, ne? Wir müssen erstmal ein bisschen Terraforming hier noch... Also viel krasseren Terraforming-Endeffekt machen, wie das, was wir bis jetzt haben. Ich habe die doch gerade getauscht. Danke. Muss auch schöner. Die Kurven müssen smoother werden, ne? Also so gefällt mir das nicht. Das ist nicht schön. So, hier noch ein bisschen, wenn wir es gerade können. Super. Den. Ja, können wir machen. Hier muss noch ein bisschen aufgefüllt werden. Na, das gucken wir dann mal, ne? Also ich würde sagen, da gehen wir... Schlafen bräuchten wir ja im Endeffekt nicht. Essen hätten wir auch. Dann sollten wir mal runtergehen. Und dann laden wir mal wieder aus. Ah, ne. Ne, wir machen das. Wir müssen zwar hier auch noch machen. Aber den können wir da auch noch schnell machen, ne? Guck mal, hier haben wir doch gar nicht mehr so viel, was hier gemacht werden muss, ne? Dann können wir das so ein bisschen splitten. Das würde ich schön finden. Da, du weg. Du. Dann den. Weil da kann man ja aufbauen drauf, ne? Und dann da weg. Den noch. Und hier müssen wir dann gucken, weil das ist ja unsere Ecke. Die sieht dann halt nicht so hundertprozentig so geil aus, aber da müssen wir einfach mal gucken. Habe ich denn diese Blöcke noch hier? Guck mal, ein paar habe ich ja noch davon, ne? So, dann war ja immer der oberste Kranz, der war ja mit denen gemacht. Aber hier müssen wir einen Übergang schaffen, ne? Dann würde ich vielleicht sagen, wir setzen die noch da und da und da und dann hören wir da auf. So, da hören wir auf. Das wäre schon mal gut. Und dann würde ich dazwischen... Dann die gekrackelten hier mal setzen, weil die passen ja an sich sehr gut da rein. Hier haben wir ja schon mal ein bisschen was davon. Und ich würde auch sagen, wir behalten die Breite, oder? Ne, wir behalten nur zwei für hoch und runter. Ja, da können wir hier noch ein bisschen Tiefe generieren. Das würde ich schön finden. Ja, das finde ich wirklich schön. Dann machen wir hier einen gekrackelten und da einen gekrackelten und da einen gekrackelten. Ja, und vielleicht noch einen dahin. Und dann bräuchten wir die anderen wieder auf der Steinsäge. Das kriegen wir aber hin. Also das machen wir jetzt schnell ratzfatz hier noch mit, ne? Das waren doch die hier. Nehmen wir mal ein paar davon. Alle würde ich nicht... Obwohl, machst du alle und dann ballerst du wieder... Nicht die Hälfte, aber die Hälfte von der Hälfte. So.
Ah, vielleicht 9? Ja, machen wir 9. Machst du die mal und dann bauen wir hier weiter hoch, ne? So, das hier müsste ja dann theoretischerweise ja auch weg, weil das passt ja so nicht da rein, ne? Also absolut nicht. So, das wäre dann Stufe, die ist ja sichtbar und die ist sichtbar und die muss raus. Und alle anderen, die sind raus, ne? Super. Okay, das geht. Jetzt würde ich aber hier, weil das ja so der Eingang trotzdem ist, ich überlege gerade, ob wir die da runterziehen. Dass wir so ein bisschen machen wie hier. Seht ihr? Dann würde sich das hier schön passen hier im Erker. Ne, das wäre dann dort, dort, dort. Dann kann man hier runter und dann hier den Erker. Ja. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt gerade machen. Und mal, ja, ich baue das erstmal. Erstmal bauen und dann gucke mal. Noch ein paar Steine und dann könnte ich gleichzeitig die Erde auch auslegen gehen, ne? Auslegen gehen, ausräumen. Ah, Sprache, gute Sprache, ne? Jupp, so läuft das hier. Der Spieler Nummer 9 hat das wieder toll drauf. Aber so kennen wir ihn ja, ne? Der Sprachfehler ist integriert. Das ist auch nicht so schlimm. Das stört nicht. Und wenn es stört, es tut mir leid. Ich kann es nicht ändern. Es ist einfach so. Das Leben ist halt unfair. So ist das. Und pass auf, jetzt nehmen wir den noch hier. Nicht so viele Tasten drücken. Vielleicht das drücken, was du brauchst. Alles andere spielt keine Rolle. Dann einmal kurz hier wieder auf die Säge. Und dann machst du da mal die davon. Hätte ich gar nicht holen gehen müssen, ne? Ja. Passt aber so. Pass auf. Dann den. Und den. Ihr wisst ja, die Ecken müssen auch gemacht werden, damit es schön aussieht. Und jetzt können wir überlegen, wenn ich den setze, da komme ich hier nicht mehr durch, ne? Oh. Ja, ich bleibe leicht hängen. Leicht bleibe ich hängen. Das finde ich nicht so toll. Und was ist... Hier gibt es nicht auch Stufen, ne? Können wir vielleicht eine Ausnahme machen hier, dass man sagt, hey, weißt du was? Kannst du daraus eine Stufe machen? So, nee, dann mache ich lieber die. Pass auf. 1, 2, 3, 4. Komm, machen wir ein paar mehr. So, dann machen wir da Stufen hin. Dann stoßen wir da uns den Kopf nicht an, ne? Das war doch hier, ne? Super. So. Passt. Funktioniert. Und im Sprint... Ja, passt. Ich stoße mich nicht an. Das ist halt immer wichtig, ne? Man darf sich nicht anstoßen. Jetzt will ich natürlich mir überlegen, soll ich die... Oh, da können wir aber schöne Laterne draufsetzen, die, ne? Haben wir noch eine? Guck hier. Da. Und dann einfach da eine Laterne hin. Dann haben wir schon direkt mal schon ein bisschen Licht hier drin. Das finde ich gut. Okay, wie machen wir es weiter? Die Fackel möchte ich auch nicht haben, ne? Lass mich in Ruhe. Nimm mal die andere Blöcke. Die brauchst du jetzt. Die... Weil die Stufen brauche ich jetzt nicht mehr. Aber ein bisschen aufpassen, weil ich brauche es ja trotzdem vielleicht, weil ich möchte ja trotzdem die zwei Stile jetzt ineinander laufen lassen, ne? Von diesem Wilden hier. Hier können wir dann noch ein bisschen damit arbeiten. Was ist los hier? Party in der Haus. Sollten wir das trotzdem hier runter so ziehen, ne? Ja. Ich habe eine Idee. Aber hier müsste erstmal normal zumachen, ne? So, und dann würde ich sagen, da, da, den auch noch. Was ist eine Hexe da? Da haben wir eine kleine Hexe. Also diese Ecke hier müssen wir leider so lassen, weil sonst funktioniert... Können wir die nicht wegmachen? Kann man die nicht... Können wir doch wegmachen. So, sieht doch viel besser aus. Ja, da, da. Hier... Da. Guck mal, dass man nicht zu weit hochbauen. Ne? Dann würde ich hier vielleicht auf dieser Seite, möchte ich gerne ein bisschen höher gehen. Aber schön wäre auch trotzdem hier so ein bisschen zu alternieren. Ne? Dass hier dann so mal... mach den noch weg. Setze den da vorne. Hier so eine und da kann ich hier vorne noch einen Slab setzen. Dann sieht das so ein bisschen tiefer aus. Ne? Dann müssen wir natürlich hier die paar, die hier drumrum sind, müssen wir natürlich auch machen. Das ist aber kein Problem. So. Machen wir das mal so. Ah ja, das hat was. Es sieht nur da so aus, weil... Also, den Stein habe ich jetzt genommen, weil ich den gerade zur Verfügung hatte. Aber ich brauche den halt nicht wirklich dort. Es geht einfach nur darum, dass eine Kante dort ist, ne? Jetzt ist die Frage, wie war das mit dem bemoosten Stein nochmal? Muss der erst zuerst bemoost werden oder muss der erst danach bemoost werden? Kann ich dich jetzt... Ich weiß gar nicht, ob ich Treppe machen kann, aber... Nein, die gehen nicht. Du? Nein. Nee. Dann muss ich Cobblestone nehmen, ne? Ich glaube, es war Cobblestone. War nur mit Cobblestone. Ne, die gehen aber auch. Dann sollte ich mal gucken, dass ich die mal herstelle, ne? Komm, mach da mal ein paar davon. Ein paar mehr. Noch ein paar mehr. Reicht.
Die Reihe nicht übertreiben, nicht übertreiben, nicht übertreiben. So, pass auf. Jetzt bitte funktioniere, ne? Ja, funktioniert. Die 30 mache ich mir mal und dann bräuchte ich trotzdem noch ein paar mehr für den Rest zu machen, ne? Super, okay. Dann können wir jetzt hier ein bisschen damit abwechseln. Das finde ich schon mal sehr gut finden. Da, da und ja. Mach mal anders. So, du raus. Dann die wieder aufgehoben. Die kommt dann wieder da drauf stehen. So. Weil wir müssen ja trotzdem die Schiene bepowern, ne? Das geht ja nicht. Ah, dann wird das schön. Hier könnten wir dann trotzdem hier noch weiterfahren. Ich würde da noch gerne einsetzen. Ja, dass das so ein bisschen rustikaler wird, ne? Also hier steht ja auch überall so ein bisschen was weg und so. Das müssen wir halt beibehalten, ne? Das dürfen wir jetzt nicht einfach so ins Nirvana schießen, ne? Das wäre halt nicht so, so toll. So, und dann würde ich da noch einsetzen und mal gucken. Noch ein bisschen Bruchstein. Bruchstein sollte noch rein. Ja, Bruchstein sollte definitiv noch rein. Sonst wird das nichts. So, ich würde in dem Fall aber direkt den Bemoosten machen. Wenn ich noch Dings habe. Ja, super. Weil den normalen, den mag ich nicht so wirklich. So, mach mal so. Pam. Passt noch. Und dann gucken wir, dass wir das hier noch irgendwie einarbeiten, ne? Ich war mir überlegen, ob ich das Holz komplett verkleide vielleicht, ne? Das ist zu gerade. Fast richtig. Ne, die da passen gar nicht hin. Brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Die wollen wir nicht. Aber vielleicht würde es sich lohnen, hier einen normalen Cobblestone reinzusetzen. Damit wir da so ein bisschen die Dings machen, ne? Wenn ich frage, was die Dings sich... Ich habe keine Ahnung. Es ist so ein Dings halt, ne? Das sind halt die anderen. Und dann da und... Hier würde ich den gern dorthin packen und dann da eine Stufe. Ja, das können wir machen. Und dann würde ich sagen, eine Laterne. Ich kann die Laterne da nicht setzen. Ja, dann du weg. Du Laterne, du weg. Super. Nennen wir die schon mal weg. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Licht hier. Du weg. Du Laterne. Du weg. Du Laterne, die ich nicht habe. Super. Dann wieder Fackeln. Du. Ja, das wird. Das ist ein bisschen eng hier alles, ne? Aber ich habe ja noch gesagt, ich will noch eine zweite Treppe bauen. Die könnten wir aber hier so hochlaufen lassen, ne? Dass die so im Turnus hoch und runter laufen können. Aber das hier ist mit da ist mal ein bisschen zu ruhig. Und da möchte ich gerne noch einen Bemooster haben. Aber den da. Ja, ist besser. Passt sich besser ein. Und ich überlege noch, den einfach komplett wegzulassen. Aber das hat diese blöde Dings da, ne? Pass auf, ich habe eine Treppe da. Super. Dann machen wir die. So, dann sieht man diesen blöden Block nicht. Ja, das kann man machen. Das kann man machen. Und dann vielleicht ein bisschen auslaufen lassen. So, so. Der geht nicht mehr. Und mit... Ah, Moment. Da, da, da. Und da. Ja, das kann man machen. Da fehlt hier noch so ein Stück. Man sieht das Holz unten drunter nicht. Gefällt's dir? Egal, ne? Gefällt's dir? Oh, der ist nett. Hallöche, guten Tag. Ne, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, schön nicken, der Nächste kommt. Guten Tag, der Herr. Wie war Ihr Frühstück? War's gut? Ja, freut mich. Wollen Sie noch irgendwelche Dienste nutzen von unserem Resort? Freiheit? Ne, das gibt's hier nicht. Freiheit gibt's nicht. Also, guten Tag, kommen Sie durch. Guten Tag. Ja, guten Tag, ja, ihr seid geimpft, finde ich gut. Super, du, ja, Corona-Test dabei, super, kommen Sie durch, kein Problem. Okay, hör mal auf mit dem Blödsinn, ne? Ich möchte ja hier auch keinem auf die Füße nachher treten oder so. Ja, soll ja jeder selbst entscheiden, was er machen will oder nicht, ne? So, hätten wir das mal auch geklärt hier. So, hier kann man noch ein bisschen ausbauen. Das würde ich schön finden, dann würde ich das tatsächlich so offen lassen. Und da können wir mal so einen rein. Und dann würde ich sagen, hier bauen wir eine... Ey, Moment, Leute, ich baue gerade das Resort aus hier. Stressen hier wieder rum, ihr Bahneküken, ne? So. Okay, da haben wir noch eine. Der sollte auch noch gewechselt werden. Dann könnten wir hier noch eine Laterne hinsetzen irgendwo, wenn das passt. Das würde ich schön finden. Aber vielleicht sollte man hier noch einen draufsetzen und dann ist das hier zu hoch. Das ist zu hoch. Ne, das gefällt mir nicht. Lass mal so. Hier ist noch ein Adblock. Nein. Super. Und dann haben wir den Übergang noch fast geschafft, ne? Ja. Hier kommt der da rein. Ich wollte das noch zubauen, Freunde. Jetzt habe ich mich wieder anders entschieden. Aber wir können mal überlegen, vielleicht noch da, da und dann hier eine Treppe zu machen. Dann sieht das so ein bisschen aus, als wäre da so, ja, ich sag mal so,
ihm eine Krone aus dem Zahn gebrochen, ne? Guck mal hier. Sieht doch gut aus. Ja, schön. Schön, schön, schön. Aber hier will ich das Holz noch kaschieren, ne? Dass man das nicht sieht. Dafür bräuchte ich noch ein paar Stufen. So, ja, Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. Also, das hier geht nicht. Lass mal kurz gucken. Jetzt. Oh, nee, ne? Soll ich den wegmachen? Okay. So. Kommt er jetzt durch? Darf ich dann wenigstens das machen? Ja? Hm? Er testet die Stufe. Ich hoffe, es klappt. Wenn nicht, ja, es klappt. Okay, super. Er läuft da durch. Hm, hier würde ich aber auch noch gern eine Treppe reinsetzen. Da und da. Müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Ja, ich kann durchlaufen. Dann würde ich einfach hier sagen, weißt du was, wir bauen da jetzt einfach Treppen rein. Und dann haben wir unsere Ruhe. Steinsäge. Kann ich nicht mehr. Kann ich denn daraus nicht... Ja, kann ich. Super. Super. Können wir machen. Das finde ich so schön. Du kommst eine... Nee. Das finde ich nicht so toll. Das finde ich nicht so toll. Aber ich könnte hier eine hinsetzen. Und ich könnte da eine hinsetzen. Und dann können wir mit Slabs dazu bauen. Wie wäre es mit dem? Ja, das setzt sich gut ab. Und dann noch einen von denen. Super. Sie sieht, weil, ne, sieht zwar von unten jetzt ein bisschen komisch aus, aber hier sieht es so ein bisschen aus wie ein polierter Stein, ne? Das finde ich halt schön. Ne, man muss die Ausreden auch benutzen, weil die sind ja dafür da. Man könnte auch hier komplett zubauen, ne? Dass man da gar nicht mehr rausgucken kann. Aber auf der anderen Seite finde ich das aber schon irgendwie noch sehr nett. So, da noch einen hin. Da kommt eine Fackel später hin und ich würde gern da zwei Stück setzen, obwohl ich nur noch eine habe. So, pass auf. Ne, die ist ja schon unten. So. Ja, kann man machen. Und dann hätten wir nur noch die da raus. Weil die müssen wir durch die hier ersetzen. Und dann könnten wir hier die machen. Und dann hätten wir das soweit. Ja, dann müssen wir hier noch. Nein, das können wir nicht korrigieren. Das können wir nicht korrigieren. Das geht leider nicht. Das können wir so nicht machen. Dann müssen wir einfach hoffen, wenn man hier so durchrennt, dass man nicht nach oben guckt. Das ist das Einzige, was geht. Und wenn wir so laufen, ja, man sieht sie durchglitzern, ne? Aber auf der anderen Seite ist das genau der Block, wo dort... Ah, das können wir doch machen, ne? Guck mal hier, den raus und den raus. Und dann pappen wir da einfach so einen Bemoosten rein. Super. Da ist auch noch einer, habe ich gesehen. Da. Und da ist auch noch einer. Du raus, du rein. So. Die Detailarbeit, ne, Leute. Das ist das, was es ausmacht. So, super. Hier kommt auch noch eine Fackel irgendwo hin. Also eine Laterne, wenn wir so weit sind. Ja, ist doch geil. Jetzt haben wir den auch schon gemacht, den Aufgang. Ah, hier fehlen noch immer die paar Blöcke da. Die will ich noch setzen, die Halbblöcke. Weil das da gefällt mir so nicht. Dafür brauche ich aber ein Steinchen, ne? Wo sind wir dann? Oh, wie die Folge rast, ne? Boah, die rast aber richtig. Das Ding ist halt, ich bin schon ziemlich auf dem Sprung für wieder los. Also in Real Life, ich musste wieder los um 4. Und wir haben jetzt, so kann ich nicht, wie wir haben. Naja, es, mal gucken, Moment, ich schon zu spät bin. So. Ja, wir haben 3:45, ich muss jetzt gleich los. Ist halt ein bisschen heftig, aber so ist das zurzeit. Die Planung liegt ganz straff durchgeplant bei mir. Ja, muss ich gucken, dass ich ein bisschen wieder Smoothness reinkriege, aber das ist egal, das... Brauch jetzt gerade nicht. Guck mal, du noch raus, tap, tap. Und dann hatten wir noch gesagt, die hier oben, ne? Super. Du und du und du und du. Ah, guck mal. Ha, wir haben es, Leute. Es sieht doch gut aus. Es sieht doch wirklich gut aus. So, jetzt müssen wir mal gucken, hier oben, dass ich hier jetzt keinen Blödsinn mache. Also von dem geht da 1, 2, 3. Mehr dürfen wir nicht machen, weil sonst hauen sie uns ab. So, pass auf. Da ist das Gitter. 1, 2, 3. Passt genau. Super. Und dann sollten wir mal gucken. Ja, so ähnlich war es auch gedacht. Aber ja, ist okay. Randalier du mal eine Runde hier rum. Ich hoffe, dass ich jetzt die eine da umwandeln noch kann. Ne, du musst aber vielleicht die Maschine erstmal betätigen. Ja, kann ich machen. Dann wieder hier hoch. Da, da und... Ja, hier ist jetzt ein bisschen blöd. Pass auf, setz die mal, dann kannst du die setzen. Und dann müsste mal hier aber schon um die Ecke, ne? Das sieht aber nicht gut aus. Aber wir könnten mal hier direkt da mal hinten dran mal was dran setzen. Dann sieht das schon mal geschmeidiger aus, ne? Kann ich dann die letzte da auch noch setzen?
Das für eine knappe Kiste. Ja, das funktioniert aber. Dann müssen wir... Ja, so ist das halt, ne? So ist das halt. Dann ist das halt ein bisschen unkonventionell. Raus kommen sie hier nicht, nur wenn die Tür auf ist, ne? Und du musst sneaken. Ne, man kommt gar nicht mehr da raus. Okay, wir können es aber... Ja, da kann ich machen. Komm, die laufen ja eh nicht weg. Ne? Und wehe, ihr ärgert mich jetzt. Super. Müssen sie nur umbauen. Bam. So, und schon kann man wieder raus. Vor allem, die ist dann auch ausgerichtet mit der hier. Schaufel, hab ich noch eine Schaufel da. Super. Ja, perfekt. Hau die nochmal raus. Schaufel schnell. Super. Ja, ja. Bisschen Stress hier. Boom. Super. Sieht doch gut aus. Haben wir den Weg bis hier rein. Und dann würde ich sagen, wir tapezieren mal weiter. Und nur auf dieser Seite hier können wir es nicht machen. So, habt das jetzt. Ihr könnt jetzt auch hier... Ah, ihr kommt hier noch nicht durch, ne? Also den müssen wir dann entfernen. Und das geht, dann müssen wir entfernen. Ja, aber dann kommt man durch. Ich würde aber, damit wir hier ein bisschen safe sind, den einmal kurz setzen und da... Bitte weg. Ja. So sind wir ein bisschen safe, dass wir da nicht runterfallen, ne? Super. Leute, ihr müsst bis auf die Ecke laufen. Ihr müsst bis auf die Ecke laufen. Ihr müsst bis auf die Ecke. Nee, das scheint nicht zu funktionieren. Pass auf, dann machen wir die mal noch weg hier. Vielleicht kommen sie dann ein bisschen besser rum. Ah je, jetzt haben wir Clowns hier, ne? Ja, passen gut zu mir. Welcome to the family, ne? So sieht's aus. Ja, ich setze eine Werkbank. Moment, wenn ich es hinkriege. So, und die würde dann... komm, nimm den Webstisch. Ja, nimm den Webstisch. Ich weiß immer noch nicht, wie das Ding funktioniert, ne? Sollten wir uns mal miteinander auseinandersetzen, ne? Ja, so sieht's aus. Aber funktioniert doch. Super. Glocke, gib mal alle. Die muss man tatsächlich mit was hauen, ne? Was? Was kann ich die denn hauen? Schaufel? Kann die nicht hauen? Oh. Ja, hat was, aber nein. So, weg da. Okay, jetzt haben wir zwei Wege für hoch. Jetzt hängen sie in zwei Wegen rum. Oh, wunderbar. So gefällt mir das hier. So gefällt mir das. So, pass auf. Den Weg hier müssen wir nochmal. Könnt ihr jetzt einfach mal alle gehen. Super. Und da noch. So, und dahin. Ich glaube, ich krieg das hin. Fast richtig. Super. Ist der Weg hier auch mal sauber gemacht, ne? So, pass auf, dann ziehen wir den noch hier so ein bisschen um die Ecke. Super, und da auf und da noch und hier noch. Dann hat man hier noch einen Weg für durch, das finde ich gut. Und hier ist vorbei, ne? Hier hat keiner hinzugehen. Das ist Privacy, ne? Das ist klar. So, mit den Schienen, das funktioniert ja leider nicht. Wir können es aber so ein bisschen simulieren, indem wir sagen, okay, weißt du was, wir machen die da. Und dann kannst du die Tür mal schnell wieder heben. Setzen wir die wieder hin und genau das gleiche mal auf der anderen Seite. Super. Da sind die angeschlossen. Natürlich bis auf den einen da nicht, aber das, dadurch, dass ja so eine Druckplatte ist, sieht man den Unterschied ja kaum. Ne? Aber schön, haben wir das ja auch noch gemacht. Weiteres Projekt abgeschlossen. Mega cool. Mega cool. Hier bei den Stufen, da kann man natürlich auch noch überlegen, ob wir da nicht einfach so bemooste Stufen hinmachen. Ne? Weil das wäre ja schon, von der Optik würde das hier besser reinpassen. Ne? Und wir gucken mal. Du, du, du. Ja, ja, doch. Viel besser. Das integriert sich besser. Ja. Also hier auf jeden Fall. Finde ich gut. So, zwei hätten wir noch. Und dann fehlen noch eins, zwei, drei. Haben wir da noch irgendwas bemoostes, was man... Oh, ich weiß halt nicht, ob man aus denen auch Stufen... Ja, geil. Aber da habe ich nur eine davon. Ist aber nicht schlimm. Da können wir glatt noch eine machen oder zwei. Und dann ein paar mehr. Super. Jupp, dahin. Dann den bemoostern. Super, habe ich 10 Stück davon. Weil dann könnten wir hier so... Hier den machen, den und den. Ja, und dann möchte ich den obersten hier aber nochmal tauschen. Weil ich finde, die passen ein bisschen besser da rein, ne? Hier könnte man auch noch sagen, hey, weißt du was? Die Treppe ist hier unter dem ganzen Druck ein bisschen eingebrochen. Und das würde ich hier auch noch machen, ne? So, weil das sind ja eh so kleine Kamikazen-Kletterer hier. Das ist halt eine gefährliche Treppe halt, ne? Ist ja auch halt eine Ruine, darf man ja auch nicht vergessen. Okay, zeitlich sind wir perfekt. Ich muss jetzt tatsächlich aus der Aufnahme raus, weil ich muss jetzt gleich los. Und wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Das heißt, meine Aufnahmen gehen für mich heute Abend spät weiter. Aber ich muss die Woche fertig kriegen. Also, ne? Wir bleiben dran.
Das hier werden wir nicht aufgeben. Das ist keine Option. Wenn, dann eher den Job, ne? So machen wir es. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao, ciao.